Hey Leute, wir spielen heute wieder Overwatch und heute ist wohl die Zahl 1 sehr, sehr wichtig. Was das wohl bedeutet. Ja, und ja, spielen wieder ein normales Match. Und wir haben auch endlich ein Match gefunden auf Nepal. Das haben wir letztens auch ja schon, aber diesmal haben wir nicht nur, nicht 5 DPS, sondern nur 4 und kein Tank. Also könnte das auch was werden diesmal. Ja, da kommen die Gegner schon. Guck mal, bei den Gegnern sieht das nicht ganz anders aus. Finde ich gut. Deswegen töte ich erstmal Genjo oder, ja. Lass den fliehen. Perfekt. Ja, und dann werden wir auch heute hoffentlich gewinnen. Die haben Torbjörn. Na gut, dann nerv ich den Torbjörn mal. Und, oh, ich sterbe gerade ein bisschen. Egal, das Geschütz ist ja sowieso schon kaputt jetzt. Moment, ich schieße noch weiter drauf. Ja, das Geschütz ist schlecht platziert worden. Ja, nice. Und wir haben den Punkt auch. Außer Symmetra, Symmetra, Symmetra. Symmetra tötet mich. Symmetra. Hätte mich fast getötet, aber die ist auch gleich down, die Symmetra. Ja, nice. Können wir den Punkt doch noch einnehmen. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ne, finde ich gut. Sehr, sehr toll. So, der Genji, der bekommt auch nichts mehr hin. Also die Symmetra könnte noch gefährlich werden. Und der Torbjörn nicht so. Torbjörn ist hier nämlich nicht so eine gute Wahl. Ja, okay. Der Affe, der nervt. Deswegen stoße ich den mal weg. Perfekt. Und schon ist der Affe weg. Und, oh, überlebt das McCree? Ich glaube nicht. Schade, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen McCree getötet. Okay, Torbjörns Geschütz nervt da ein bisschen, deswegen, oh. Deswegen hat er es auch extra weggemacht. Das ist aber nett von dem, dass er es extra wegmacht. Okay, ich muss hier schnell weg. Konnte leider nicht fliehen, weil Torbjörn mich noch getötet hat. Na egal, Genji schafft das schon noch, oder? Nee. Ja, was machen wir denn jetzt? Das ist natürlich ein bisschen doof. Hier ist Hanzo. Hallo, Hanzo. Ich war natürlich fast getötet mit seinem Scatter Arrow. Aber jetzt ist Hanzo tot. Perfekt. Dann gehe ich hier mal auf den Punkt und hoffe, dass hier nichts ist. Hier müsste irgendwo noch eine... Ich geh weg. Oh, konnte nicht fliehen. Oh, ich werde wiederbelebt. Na gut, na gut. So, oh, ich werde schon wieder getötet. Oh, toll. Genji hat mich ja gleich ein Ultimate zweimal getötet. Ja, also, Torbjörns Geschütz ist auch schon wieder bereit, um zu nerven. So, ich fliehe mal, bevor mich Hanzo wieder one-shottet mit seinem Scatter Arrow. Da ist ein Geschütz. Das gefällt mir nicht. Was soll ich denn machen jetzt? Das ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht kann ich das Geschütz von irgendwie Sneaky kaputt machen. Oh, das ist jetzt schon kaputt. Finde ich gut, finde ich gut. Dann bleibe ich ja auf dem Punkt. Ich benutze meine Ultimate einfach mal. Damit Genji vielleicht mal sein Ultimate auch benutzen kann oder so. Nee, wäre wohl nicht. Hatte sein. Er hatte nicht ready. Schade. Jedenfalls gibt es keine Symmetra mehr. Das ist schon mal einiges wert. So, Winston, kann ich hier mal bitte durchgehen? Danke sehr. Das hat mir jetzt aber nicht so geholfen. Ich nehme mal das Healthpack und dann gehen wir rein. So. Und 96, 97. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Und, oh, das Geschütz war da noch. Schade, schade. Ja gut, das ist aber nur die erste Runde. Jetzt kommt die zweite Runde, wo ich auch hoffentlich Leute runterstoßen kann. Und wenn ich da keine Leute runterstoßen kann, dann weine ich wahrscheinlich. So, zweite Runde. Und hier kann ich wirklich Leute runterstoßen. Wie ich es vorher gesehen habe, ist das nicht toll. Dann, dann campe ich mal hier in der Ecke und hoffe, dass ich irgendjemand runterstoßen kann. Obwohl, den Affen kann ich schlecht runterstoßen. Ich könnte höchstens McCree runterstoßen, der gleich um die Ecke kommt. Da kommt das McCree. Jetzt muss er nur um die Ecke kommen hier. McCree, please, McCree. McCree, hallo. Der McCree will nicht, oder? Doch, danke sehr. Aber der, also, wieso überleben die immer? Diese Spacken, ey. Komm her, ich will dich töten. Und dann töte ich eben Mercy oder so. Oh, geht natürlich auch nicht. Und das Geschütz ist schon jetzt am Rumnerven. Und Hanzo hat mich natürlich getötet. Ich finde es ja gut, dass wir jetzt jedenfalls eine Orisa haben. Also jetzt haben wir eine gute Chance, jetzt auch was zu reißen. Wenn wir den Affen jetzt vielleicht töten. Oh, ich muss hier weg. So, das Geschütz muss weg. Ich mache mal das Geschütz weg. Wenn ich bin der Einzige, der das kann, was anscheinend. So, im Team haben wir das jetzt gemacht. Dann töten wir mal... Oh, die haben natürlich direkt ein neues Geschütz gebaut. Ist natürlich klar, typisch Torbjörn, immer seine Geschütze am Bauen. So, mal sehen. Ja, Genjo, ich bin hier gerade ein bisschen gefangen. Ich verstecke mich mal hier in der Ecke. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann geheilt werde. Danke sehr. Wurde ich tatsächlich, finde ich gut. So, jetzt können wir nämlich hier alles down machen. Ich mache mal das Geschütz kaputt, was niemand anderes machen will. Perfekt. Und jetzt bin ich leider doch noch gestorben. Aber ich kann vielleicht wiederbelebt werden, wenn Mercy sich dazu entscheidet. Wenn Mercy denkt, dass das eine gute Idee ist, aber anscheinend ist das keine gute Idee, denkt Mercy. Ja, gut, wir werden gerade wieder gut gedamaged, auch Hanzo. Hätte mich wieder fast getötet, wahrscheinlich. Oh, oh, das ist jetzt ungünstig, jetzt bin ich von meinem Team getrennt.
Das ist jetzt echt doof. Was soll ich machen? Ich kann hier nicht mehr. Ich komme entkommen nicht, ne, oder? Ah doch, ich konnte entkommen. Das war aber sehr, sehr knapp schon wieder. Okay, Genji, Hanzo, Genjo. Die Shimada Bros. Weiß nicht, ob wir die töten können. Ja, einen haben wir schon mal getötet. Okay, mein Eichmate ist auch ready. Ich benutze mal meine Eichmate. Deswegen, gut. Den konnte ich jetzt leider nicht retten, den ich retten wollte. Und ich nehme den Punkt dann einfach mal ein, ne? Also, ne? McCree fliegt. Okay, das Geschütz, das ist sehr ungünstig da platziert. Und ich krieg's nicht down, ne? Ne, hab's nur halb down bekommen. Ja, das ist doof, aber wir werden, achso, immer noch nicht wiederbelebt. Geht immer noch nicht. Na gut, dann haben wir die erste Runde wohl verloren hier vollständig. Das finde ich nicht so gut, aber es gibt ja immer noch eine zweite. Player of the Game habe ich natürlich auch nicht bekommen, weil ich keinen runterstoßen könnte. Ah, da hatten die nicht die richtigen Leute. So ein Reiner kann ich ganz gut immer runterstoßen. Aber leider hatten die keine. Die hatten nur so einen Affen, der sich auch hätte befreien können. So, ja, da hat er mich einmal getötet. Aber einmal reicht ja nicht, deswegen noch ein zweites Mal. Yay! Zweimal töten ist doch gut. Ah, wir müssen wieder warten. Na gut. Guck mal, die sehen mich gar nicht. Die sind aber doof. Hahaha. Doofe Leute. So, und schon haben wir ein neues Match gefunden. Und wie ich gesehen habe, haben wir sogar einen coolen Smurf auf Durchreise. Der hat nämlich eine ziemlich hohe Siegquote. Moment, das will ich noch sehen. Siegquote, ja, 100% bei einigen Charakteren. Also der hat wahrscheinlich bis jetzt nur gewonnen. Außer drei Matches vielleicht oder zwei. Ich weiß nicht, wie viel er da schon gespielt hat. Und der Gegner begrüßt uns schon mal. Das finde ich sehr gut. 5-4-3-2-1-0. Wo gehen wir lang? Wollen wir den Roadhog folgen? Ich glaube, das ist eine Falle, deswegen. Ja. Fallen sind doch immer cool. So, bis jetzt sehe ich aber nichts von der Falle hier. Nö, kein. Oh, doch. Doch, das war eine Falle. Der Bastion ist die Falle. Dann töte ich den Bastion mal. Ach so, der Bastion ist schon tot. Na gut. Haben wir überhaupt einen Healer? Ja, haben wir. Ich weiß gerade nicht, wo Anna ist. Wahrscheinlich da in der Ecke, oder? Ach, da ist Anna. Hallo. Gut, dass ich Anna auch jetzt mal begegne. Können wir auch mal weitermachen. Wäre ein bisschen doof, wenn wir keinen Healer gehabt hätten. So. Jetzt müssen wir aber hier den Roadhog am besten töten. Na, ging jetzt wohl nicht so gut. Und jetzt bräuchte ich eigentlich Heilung, aber was soll's. Heilung braucht man ja nicht so unbedingt. Hängt ja nur mein Leben davon ab, dass ich Heilung bekomme oder nicht. So, und ja, wir gehen mal durch. Würde ich so sagen. Und töten den Roadhog. Der Roadhog kann nämlich nichts. Roadhog. Roadhog, versteck dich nicht so. Danke sehr. Oh, Jungle Red kann ich auch noch eben schnell töten. Oh, guck mal, ich fliege mit dem. Das ist aber praktisch. So, wieso habe ich jetzt Nano-Boost bekommen? Das finde ich nicht so nice. Jetzt muss ich nämlich erstmal zum Punkt laufen. Und dann sehe ich jetzt erst den Genjo. Komm her, Genjo. Ich töte dich eben mal schnell. So, ich tank das mal erstmal weg, den Damage. So, der will hier rumflanken. Achso, hier ist noch ein Lucio, den ich töten könnte. Ah, ne, brauche ich gar nicht. So, kommt hier noch irgendwo... Ah, Lucio, du sollst weggehen. Ah, das Lucio ist einfach nicht versteht, dass er weggehen soll. Und weg ist er. Perfekt. Dann können wir auch mal den Punkt wieder einnehmen. Ah, wir haben den Punkt immer noch nicht eingenommen. Können wir den Punkt nicht einfach mal ganz gemütlich einnehmen? So, und jetzt bin ich hier allein auf dem Punkt. Aber vielleicht reicht es ja. Ja, reicht zum Glück. War ganz schön knapp, weil ich da schon direkt einen Junkrat gesehen habe. Aber jetzt können wir leider nicht rushen, weil, ja, unsere Healer müssen noch ein bisschen weit laufen. Aber egal. Ich gehe jetzt einfach alleine als Single auf dem Punkt. Aber mein Ultimate werde ich wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich hier alleine auf dem Punkt bin. Ich will den Gegner nur ein bisschen Druck machen. So, und, ach schade, die haben mich getroffen. Ja, hier bringt es sowieso nichts, irgendwas zu machen. So, mal sehen, ob ich den... Oh, ich werde hier gerade gut gedamaged, weil... Oh, Genji war neben mir. Oh, nice, wir nehmen den Punkt gerade ein. Ich könnte mein Team auch gerne verteidigen, wenn... Nein, Anna ist trotzdem gestorben, schade. Aber egal, denn wenn ich jetzt hier Roadhog töten könnte, dann wäre die ganze Sache auch schon ganz toll und so. Ja, Roadhog habe ich töten können. Nice, jetzt noch mein Eichmate benutzen, damit der liebe Bastion da stirbt. Bastion ist nicht gestorben, schade. Aber, oh nein, jetzt bin ich auch noch eingefroren. Nee, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, den Push-Versuch können wir auch so lassen. Ja. Ja, was machen wir denn jetzt? Also der erste Push-Versuch ging daneben. Aber immerhin haben wir schon ein Drittel. Und anscheinend nehmen wir jetzt auch das zweite Drittel schon ein. Wo ist Bastion? Hier ist Bastion. Hallo Bastion und tschüss Bastion. Okay, wir haben gewonnen. Ja, das ging easy. Die wollten wohl nicht auf den Punkt gehen. Die scheuten sich wohl vor dem Punkt. Ja, das ging ja nur 3 Minuten lang, das Match. Na gut, das ging ein bisschen schnell. Deswegen gibt es wahrscheinlich noch ein drittes Match. So zur Feier der letzten Folge.
von Overwatch hier heute, letzte Folge. Morgen kommt die Erklärung. Ja, okay. Ja, der hat Leute getötet, sogar mich. Haben trotzdem verloren, denn Bastion kann nichts. Tja, hätten die vielleicht nicht was anderes als ein Bastion gehabt, hätten die vielleicht auch gewonnen. 0,3 Goldmedaillen ist auch schon ziemlich heftig. So, und der, ja, die Gegner hatten auch einen Level 6er, glaube ich sogar. Der hat jetzt auch geleftet. So, und die letzte Runde wird wohl diese King's Row Runde sein. Danach gibt es erstmal keinen Overwatch. Wie gesagt, Erklärung kommt morgen. Beim Dead End Video. Okay, ja, erstmal wird er aber geheilt. Da oben ist auch noch einer, der Genjo. Weiß nicht, ob ich den heilen kann. Ja, aber jetzt muss ich auch noch lieber heilen. Die braucht natürlich auch noch Heilung und ich will ja hier keine Frauen diskriminieren. Perfekt. Genji, ja, da treffe ich den Genji auf jeden Fall nicht mehr. Sehe ich da schon wieder einen Bastion? Wieso sehe ich hier gerade so viele Bastions? Das ist wahrscheinlich der gleiche oder so. Kann natürlich gut sein. Und der braucht noch Heilung und Reaper und Sombra und alle, die es gibt, brauchen Heilung. Das sehe ich doch gerne, denn meine Edgemate ist damit schon bereit. Jedenfalls fast. Und ich habe einen Sniper gesehen. Also Achtung jetzt. Alle Achtung brauche ich jetzt. Und Soldier, renn jetzt nicht weg vor meiner Heilung. So, der Genji. Vielleicht kann er sich hier noch rüber grabben. Dann könnte ich ihn auch heilen. Na, egal. Noch ist niemand von uns gestorben, glaube ich. Noch. Also noch, ne? Also kann noch was werden, natürlich. Ist ja nicht so, dass jetzt niemand mehr sterben würde. Da ist schon jemand gestorben. Perfekt. Genji, komm mal her. Danke sehr. Der halt mal... Oh, 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 oh. Ich verstecke mich mal hier hinter. Oh, 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 oh. Okay, ich konnte alle außer einem retten. Und Genjo... Nein, oh, oh, oh. Ich muss... Oh, weg. Schade. Ich wollte gerade alle wiederbeleben. Aber leider hat das jetzt nicht so gut geklappt. Ja, okay. Wir verteidigen den Punkt noch. Also der Punkt ist noch nicht verloren. Vor allem, wenn Mercy Diva jetzt da drauf geht, dann können wir es vielleicht noch schaffen. So, Rotor guckt mich ja sowieso nicht, weil der doof ist. Rotor kann ja sowieso mich nicht mehr one-hitten. Die Sniper ist da eine größere Gefahr. So. Ja, das läuft doch wieder. Die haben leider schon zwei Drittel eingenommen. Das heißt, ein Push-Versuch. Bei dem nächsten Push-Versuch wird es schon schwieriger. Deswegen müssen wir wahrscheinlich jetzt die Push-Versuche unterbinden. So, der Genji läuft irgendwie immer vor mir weg, habe ich das Gefühl. Der will, glaube ich, gar keine Heilung von mir bekommen. Ja, oder? Ich muss erstmal hier mich um den Soldier kümmern. Na gut, so. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob ich es da rechtzeitig hinschaffe. Komm schon, Soldier. Ja, Soldier rennt. Dann könnte ich es noch schaffen. Wenn der Genji jetzt stirbt, dann könnte ich ja auch wiederbeleben alle. Nein, nein, doch, 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 doch. Oh, ich habe es überlebt und konnte sogar noch zwei wiederbeleben. Das war nice. Aber zum Glück bin ich jetzt unsterblich, wenn ich alle Leute wiederbelebe. Nice Änderung und so. Oh, das war knapp. Da wurde ich ein bisschen eingefroren plötzlich. Und nein, da konnte ich jetzt nicht mehr hin. Ah, schade. Und jetzt ist aber noch ein Sniper, der mich ein bisschen nervt. So, hier war auch noch eine Tracer, die mich töten könnte. Aber die ist viel zu doof dafür. Deswegen macht sie es wahrscheinlich nicht. Und mein Endmate ist jetzt auch schon wieder gut aufgeladen. So, Genjo flieht schon wieder von meiner Heilung. Aber sowas von elegant. Und ja, jetzt wird es knapp, denn hier ist nur noch Diva. Und Diva kann jetzt auch nicht für immer und ewig überleben. Ja, oh, oh, oh. Ich hoffe, ich kann die vielleicht wiederbeleben, alle, die sterben. Und, Tracer, geh mal weg da. Ah, das ist nicht gut. Ist hier keiner? Ist hier niemand? Nee, und wir haben den Punkt verloren. Soldier, kann ich ihn retten? Ja, immerhin. Und ich kann die vielleicht wiederbeleben. Nee, kann ich nicht. Okay, und jetzt nervt mich May auch noch. Deswegen kann jemand mal May töten. Ich will mich nämlich gerade auch ziemlich down sehen. Und da ist ein Rotor. Das sieht auch nicht gut aus. Aber ich bin ja hier als Healer da. Deswegen will das doch alles ganz gut ausgehen. Ja, okay. Konnte mich auch nicht tot snipen. Finde ich ganz gut. Jetzt ist hier eine Main natürlich im Weg. Deswegen fliege ich erstmal hier weg. Und da ist ein Bastion, der uns wieder ein bisschen töten will. Kriegt es natürlich nicht hin, weil Bastion doof ist. So kann Soldier ja auch mal ein bisschen Damage wieder machen. Dann noch ein bisschen Kills zielen. Perfekt. Und Bastion. Bastion. Kann jemand mit Bastion töten? Anscheinend nicht. Deswegen, oh, cool. Dann kann Roadhog mich wohl töten. Ja, den Punkt haben wir wahrscheinlich auch verloren. Ich könnte das jetzt noch hier irgendwie retten, indem ich Diva nochmal wiederbelebe gleich. Aber so lange werde ich wahrscheinlich nicht überleben, denn May will mich gerade töten. Okay, da bin ich elegant ausgewichen, aber
Firma kann ich auch nicht so elegant ausweichen. Okay, kriegen wir es noch hin? Okay. Oh nein, oh nein. Oh, der Drache des Todes ist ein bisschen nervig. Aber die konnten, niemand ist dadurch gestorben. So, durch Roadhog ist jetzt jemand gestorben, leider. Schade, schade. Aber in solchen Wiederbeleben... Ja, mache ich mal. Wenn Zeuscher sterben, oh, wieso ist Zeuscher nicht gestorben? Und das war lustig. Ich habe ja Q gedrückt eigentlich. Und oh, das war jetzt nicht so klug vom Reaper. Da hat er wohl nicht gesehen, dass da jemand war. So, okay, Diva, komm mal schnell her. Hier ist nämlich ein Sniper, der mich ein bisschen rumnervt hier. Okay, Genji ist wieder als Erster gestorben. Der stirbt irgendwie ziemlich häufig. Und ich weiß nicht direkt, woran das liegt. So, der Bastion da oben kann ja immer noch nichts. Deswegen kein Problem hier. Ja, ja. Zeuscher ist jetzt durch den gestorben. Und jetzt... Ah, nein. Oh, Scatter Arrow. Und die haben den Punkt. Haben die Punkt? Die haben den Punkt. Ja, ja. Die haben den Punkt. Ja, was sollen wir jetzt dagegen machen? Ich stehe einfach doof rum und hoffe, dass ich jetzt nicht von Bastion getötet werde. Ja, lief ganz gut. Lief ganz gut. Dann bleibe ich hier weiter doof rumstehen. So, Trace hat mich auch noch nicht gesehen, obwohl sie meinen Strahl hier eigentlich sieht. Würde ich jetzt so sagen. Außer sie ist blind. Das kann natürlich auch sein. Wenn das so ist, dann tut es mir natürlich leid. So, da habe ich eine 2 gesehen. Deswegen lebe ich die beiden mal wieder. Und Diva braucht Heilung und der Genji da oben. Das ist der Widowmaker natürlich. Genji wäre vorher schon gestorben. Oh, nein. Nicht sterben, nicht sterben. Okay, okay. Okay, haben noch überlebt beide. Finde ich gut, finde ich gut. So, Widowmaker braucht auch keine Heilung. Nicht so unbedingt. Deswegen läuft das natürlich alles. Oh, jetzt braucht Widowmaker aber theoretisch Heilung. Aber ich darf ja nicht zu ihr fliegen. Deswegen kann ich ruhig sterben. Wenn die meine Hilfe nicht annehmen will. Okay. Oh, 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 ich muss weg. Jetzt sind wir wieder ordentlich bei der Fracht. Und ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich habe hier keinen, zu dem ich hinfliegen kann. Deswegen müssen die wohl alles alleine jetzt machen. Und so, die war es wieder da. Jetzt traue ich mich auch wieder dahin. Und Soldier, komm mal her. Danke sehr. Kann ich den mich heilen und dann Happy End. Okay, noch sind die nicht so weit. Jetzt sehen die mich leider theoretisch. Aber ich weiß ja nicht, ob die wirklich auf mich gehen wollen. Denn ich stehe natürlich hinter meinem Kollegen. Okay, okay, Genjo. Den zu gehen könnte ich auch mal wieder fliegen. Hallo, Genjo. Tschüss, Genjo. Okay, okay, meine Eichmann ist wieder ready. Finde ich gut, finde ich gut. Oh, nicht reingehen. Okay, okay. Hier sind immer noch ziemlich viele Leute. Ich weiß nicht, ob ich es hier schaffen werde. Okay, also jeder konnte sich heilen, außer der Genji hier, der jetzt stirbt. Genji ist nicht gestorben. Okay. Achso, weil da ein Health Pack zufällig war. Da hat er aber Glück gehabt. So, kann ich zu der fliegen? Ja, in der Tat. So, dann kann ich nämlich hier... Oh, ich will ja nicht im Weg stehen. Oh, oh, oh. Okay, jetzt mache ich hier nichts mehr, weil hier Searcher sein Ultimate benutzt. Okay, ich jetzt wieder safe. Jetzt kann ich wieder hingehen. Wo ist Diva, wenn man sie braucht? Die ist die einzige, die bei der Fracht bleibt. So, und ja. Dann haben wir es auch wieder. Oh, 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 oh. So, Roadhog hat die stärkste Ultimate auf dem Planeten. Okay. Und hier ist ein Lucio, der ein bisschen rumnervt. Nervig eigentlich nur. Hallo, Lucio. Und wir haben gewonnen. Ja, okay. Der Lucio wollte wohl nicht hier drauf gehen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir perfekt gewonnen und so weiter. Ja, schön, ne? Dass wir bei der letzten Runde nochmal gewinnen. Die letzte Runde Overwatch auf meinem Kanal. Tja. Das war's. Guck mal, das Deutsche hat auch gute Leistungen gehabt. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Kanal. Ja, ne, letzte Folge, letztes Let's Play auf dem Kanal. Morgen kommt dann irgendwie so ein komisches Infovideo, das muss ich noch drehen. Ich habe jetzt eine Woche Zeit, um das zu drehen. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder und dann vielleicht nie wieder. Bis dahin, tschüss.